Activision. Barbie! Blue Monkey Studios Inc. Renderware. Barbie in die 12 tanzenden Prinzessinnen. Endlich mal was Entspannendes. Traumhaft. Willkommen bei Barbie in die 12 tanzenden Prinzessinnen. Um das Abenteuer zu beginnen, klicke auf die Prinzessin, die tanzen will und tippe deinen Namen in das Namensfeld. Wenn du fertig bist, drücke die Eingabetaste. Mach ich doch gerne. Wenn du ein gespeichertes Spiel fortsetzen willst, suche deinen Namen in der Liste und klicke dann auf die Prinzessin, die schon tanzt. Uiuiui, so viel Informationen auf einmal. Welche Prinzessin? Klicke hier, um ein neues Abenteuer zu beginnen. Ein neues Abenteuer zu beginnen, tippe deinen Namen ein. Kaioslinchen. Oh. Kailine. Los geht's mit dem Abenteuer. Oh. Ja, los geht's. Derek, Felix, was gibt's? Eure Cousine Roswitha Genevieve, sie und ihr grausamer Diener Detlef wollen euren Vater vergiften, damit Roswitha den Königsthron besteigen kann. Roswitha, nein, nicht. Ihr Schwestern könnt für immer hier bleiben. Das Königreich eures Vaters gehört bald mir. Was machen wir jetzt bloß? Wir kommen nicht raus und unser Vater braucht uns jetzt. Vielleicht hilft uns der weiter. Mutter hat gesagt, solange wir den Silberkelch bei uns haben, würde sie immer zur Stelle sein, um uns zu helfen. Ach, wenn ich nur wüsste, wo ich das Glasfläschchen verloren habe. Mit dem Zauberelixier, das darin ist, könnten wir Vater wieder gesund machen. Könntet ihr mit unseren anderen Schwestern nicht schon mal vorgehen und das Fläschchen suchen? Während Derek und ich uns nach einem Weg umsehen, auf dem wir zurück ins Königreich kommen. Eine gute Idee. Wir müssen es so schnell wie möglich finden. Kommt mit, fangen wir an. Ach, Derek, könnten wir doch nur einen Weg ins Königreich finden und meinen Vater retten. Dein Wunsch könnte in Erfüllung gehen. Genau. Finde die drei Teile der magischen Flöte. Dann kann Derek die Flöte dazu benutzen, die Tanzschuhe der Prinzessinnen zu verzaubern. Und wenn ihr dann das Elixier gefunden habt, könnt ihr Prinzessinnen mit dem Zaubertrank und mit eurer Liebe und eurem Tanz euren Vater wieder gesund machen und das Königreich retten. Wenn du und Twyla hier sucht, können Felix und ich einen anderen Weg nehmen. Wir treffen uns im Bootshaus. Wenn ihr euch verirrt oder nicht weiter wisst, kommt Felix und hilft euch. Viel Glück, Genevieve. Um Genevieve bei der Suche nach dem Elixier zu helfen, musst du die drei Teile der magischen Flöte finden. Halte dabei nach Twyla Ausschau. Sie führt dich zu jedem Flötenteil. Viel Glück! Die Zaubersteine. Wir müssen so viele wie möglich sammeln, bevor sie verschwinden. Okay. Oh nein, hier muss man mit den Falltasten spielen. Oh. Ja, und den bösen Detlef müssen wir auch besiegen. Kann man denn irgendwo diese dämliche Musik auch leiser machen? Hier siehst du alle Bereiche, in die du kommst. Außerdem siehst du, wie viele Zaubersteine du eingesammelt hast. Okay. Ja. Vergiss ja. Die Flöte nicht! Nur so kommen wir zum Pavillon! Okay, alles klar, ich hab's verstanden! Wir müssen auch den bösen Detlef besiegen! So, Barbie, ne, Genevieve heißt sie. Es spielt nur im Barbie. Wenn du dich auf diese Plattform stellst, kommst du rüber. Oh, das ist gut zu wissen. Na los. Auf. Oh, oh, Achtung, diebisches Affentier. Schnell zu den Steinen und hol sie dir. Schnell, sammel die Rosen. Drücke auf die Leertaste, um zu springen. Wofür brauche ich denn hier diesen blöden Pfeil? Ich spiele das mal jetzt nur mit Tastatur. Ganz wie früher.
Hui! Hui! Ah. Hey, lauter Edelsteinblumen! Sie versprühen Feenstaub! Drücke auf die Leertaste, um zu springen. Guck mal, da ist Twyla. Sehen wir nach, was sie vorhat. Nein, wir gucken später, was Twyla vorhat. Wir sammeln erst die wertvollen... Hier sind aber hübsch. Och, sind die hübsch. Ja, oh ja, oh ja. Von wo kommen die eigentlich? Gehen wir lieber zurück über die Brücke und sehen nach, was Twyla gefunden hat. Ja, ja. Aus heiterem Himmel. Oh nein, wie schön texturiert die Bäume sind. Das ist ja wirklich zauberhaft. Zauberhaft. Wir müssen den bösen Detlef besiegen. Guck mal, aus dem heiterem Himmel. Die Zaubermünze ist vielleicht ein Hinweis. Gehen wir schnell hin. Ganz, ganz schnell. Oh, schneller. Aha. Der erste Teil der Flöte muss in einem dieser Bäume stecken, Twyla. Wir müssen ihn irgendwie finden und versuchen, ihn runterzuholen. Oh ja. Richtig, Twyla. Um das Problem zu lösen, braucht man Köpfchen. Aber womit könnten wir nur den Teil der Flöte aus den Bäumen rausholen? Oh ja, jetzt ruckelt's auch noch. Super. Naja, das Spiel war sowieso asynchron. Pong. Ach so, du willst die Flöte mit deinem Köpfchen aus dem Baum holen. Gut, Twyla, dann mal los. Twyla will den ersten Teil der Flöte mit den herunterfallenden Apfeledelsteinen aus dem Baum holen. Du kannst ihr mit den Pfeiltasten links und rechts deiner Tastatur helfen, den Apfel in der Luft zu halten. Halte Twyla immer unter dem herabfallenden Apfeledelstein. Mach das so lange, bis die Flöte aus dem Baum fällt. Viel Glück! Danke! Jetzt geht's hier richtig ab. Ein richtig spannendes Spiel. Gut machst du das. Sehr gut, Twyla. Gutes Tier, gutes Tier. Gut machst du das. Wirklich gut. Ups, nein! Das ging daneben. Oh, fail. Komm, Twyla. Ich bin ja so froh, dass dieses Spiel so eine... Weiter! So eine schöne Musik hat. Gut. Toll, Twyla. Du dumme Sau. Komm, Twyla, da oben links. Bam. Sehr gut. Sehr, sehr. Ja, Twyla. Guck mal, da oben glänzt es doch schon so verheißungsvoll. Twyla, los. Fast geschafft. Fast geschafft, Twyla. Einen Treffer. Ja, komm. Mistvieh. Nein. Twyla. Machst du das? Ja, finde ich auch. Toll! Wir haben den ersten Teil der Flöte. Ja. Jetzt müssen wir die anderen Teile finden. Wie die Katze abgeht. Ja. Super! Und damals im Ferienlager? Den ersten Teil der Flöte. Das war fantastisch, Twyla. Ja, ist ja gut jetzt mit dem Geruckel. Ah. Hoffentlich macht es bei den anderen beiden Teilen auch so viel Spaß. Hoffentlich. Hey, Twyla, warte auf mich. Ja, hoffentlich macht's da genauso viel Spaß. Dann gucken wir doch mal, wo die anderen Teile der Flöte sind. Hey, Twyla! Diesmal musst du auf uns warten. Da hinten ist ein Waschbär, seht ihr den? Was macht der denn? Der dreht da seine geskripteten Runden.
Die Rehe sind aber hübsch. Oh, was sind die hübsch. Ich kann mir nichts Hübscheres vorstellen. Halte nach Twyla Ausschau. Sie will uns sicher helfen. Und gib Gas, Mädchen, gib Gas. Komm, folgen wir Twyla. Wofür sind diese Diamanten überhaupt gut? Nein, wir folgen Twyla nicht. Kehren wir lieber um und suchen nach Twyla. Ich glaube, sie ist durch eine Felsspalte gelaufen. Wieder eine Zaubermünze. Vielleicht finden wir noch was. Ja, vielleicht. Ich glaube, die Elsternmama hat den zweiten Teil der Flöte, Twyla. Wir müssen etwas machen, damit sie ihn rausrückt. Prima Idee, Twyla. Wir können der Elsternmama helfen, ihre Babys zu füttern. Sie sehen sehr hungrig aus. Komm, versuchen wir's. Ach, ist das schön bunt. Um der Elsternmama beim Füttern zu helfen, bringst du dich mit den Pfeiltasten links und rechts in Position und wirfst mit der Leertaste eine Beere. Sobald Genevieve eine Beere in der Hand hat, bringst du dich mit den Pfeiltasten in Position und drückst auf die Leertaste, um die Beere zu werfen. Wenn jedes Baby zwei Beeren verputzt hat, hält es einen Mittagsschlaf. Wenn du alle gefüttert hast, fliegt die Elsternmama runter und gibt dir den zweiten Teil der Flöte. Viel Glück! Ah, ja, alles klar. Es ist gut zu wissen, dass die Katze schlauer ist als die Genevieve. Hep, ab ins Maul. Toll geworfen. Sehr aber toll. Die Babys haben Hunger. Ja. Toll geworfen. So werden wir bestimmt bald fertig. Das ist super. Schwer. Los, weiter so. Das ist schwer. Das klappt prima. Oh, am Baum abgeprallt. Das ist ja unfair. Guter Wurf. Bald haben wir alle Vogelbabys gefüttert. Na komm, Baby. Super! Ein Elsternbaby ist gefüttert. Toll gemacht. Toll geworfen. Aber die Babys haben Hunger. Oh. Ich bin ja so froh, dass sie das immer wieder wiederholt. Aber nicht ganz getroffen. Werf schon, Mädchen. Toll geworfen. So werden wir bestimmt bald fertig. Und jetzt? Komm, jetzt geht die Action los. Super. Ah. Los, weiter so. Das klappt prima. Super. Wir haben den zweiten Teil der Flöte. Und die Katze tanzt wieder. Die Babys waren echt hungrig, Twyla. Und ziemlich süß. Ziemlich, muss ich auch sagen. Jetzt müssen wir nur noch den dritten Teil der Flöte finden. Ich glaube, Twyla weiß genau, wo wir hin müssen. Wir gehen mal davon aus, dass die Katze wieder schlauer ist als Genevieve und sagen wird, wie der dritte Teil der Flöte zu finden ist. Twyla ist schon vorgelaufen. Suchen wir sie. Und hepp. Oh oh. Oh. Ah, warum ist sie nicht ertrunken? Oh oh. Oh oh. Ich habe mein Kleidchen nass gemacht. Die Brücke sieht wackelig aus. Aber wir werden schon hinüberkommen. Ja, ich denke auch, dass wir hinüberkommen werden. Huch, wir sind schon hinübergekommen. Twyla hat bestimmt diese Plattformen benutzt. Komm, suchen wir sie. Ja, hat sogar Jump'n'Run-Elemente, dieses Spiel. Ich bin ja froh, dass auf diesen Plattformen blaue Blumen wachsen. Boah, was sie für einen Krach machen, die Dinger. Je schneller wir die Flöte finden, desto eher können wir mit den Prinzessinnen nach dem Elixier suchen. Ach so. Gut, dass du mich noch mal dran erinnerst, Genevieve. Folgen wir Twyla. Vielleicht hat sie noch was entdeckt. Vielleicht. Wir gehen mal davon aus. Hui. Oh ja. Hui. Achtung. Der Affe will eben. Twyla ist wohl schon vorgelaufen. Wir müssen sie finden. Drücke auf die Leertaste, um ja. zu springen. Ah. Schade, dass sie nicht in einer schön animierten Animation am Boden zerschellt. Das würde dem. Wir kommen gut voran. Ja, finde ich auch. Suchen wir weiter nach dem Elixier. Ah, da kommen wieder die Affen aus dem Himmel. Oh, hier wimmelt es aber von Glühwürmchen. Ja. Hier wimmelt es von Glühwürmchen. Schade, dass mein Weg so linear vorgegeben ist. Das sind aber süße Hasenbabys. Oh, das sind aber süße Hasenbabys. Oh, was seid ihr süß?
Oh, was habt ihr große Köpfe? Oh, ihr seid bestimmt Genexperimente oder sowas. Nee, das ist mir zu schön. Ich glaube, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich muss mal gerade mein Plüschtaschentuch holen. Bis zum nächsten Mal. Wir brauchen alle drei Teile der Flöte. Ja, ja. Du musst weitersuchen. Ja, und jetzt bis zum nächsten Mal.